Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dass unsere Reise durch das Markus-Evangelium heute weitergehen kann. Ihr habt den Text gelesen und ich bin ganz begeistert, was da alles drin steckt. Und so ein paar Aspekte habe ich euch für heute mitgebracht. Das Erste, was mir aufgefallen ist, es gibt ein zu viel. Es sind zu viele Menschen in einem Haus, es sind zu viele Leute da, die nach Jesus fragen, die etwas von ihm wollen, die Erwartungen an ihn stellen. Und dieses zu viel sorgt dafür, dass der Mensch übersehen wird, der eigentlich wirklich Hilfe braucht, der sich auch nicht aus eigener Kraft zu Jesus hinbewegen kann. Aber zum Glück hat dieser Mensch vier Freunde, die ihn auf die Bahre nehmen und ihn zu Jesus hinbringen. Und diese vier Freunde, die haben wirklich Glauben. Die glauben wirklich, dass Jesus ihrem Freund helfen kann. Und wir betrachten ja oftmals Glauben als etwas Passives. Wir müssen daran glauben, aber viel dafür tun können wir eigentlich nicht. Ich finde es interessant, die vier Freunde in der Geschichte hätten sich auch einfach auf die Straße setzen können und anfangen können zu beten. Sie hätten einfach diese Blockade sehen können. Diese vielen Menschen, die alle schon Jesus belagern und sagen können, ja, dann kommen wir halt nicht rein. Dann beten wir halt. Dann lasst uns weiter glauben, aber wir können jetzt hier nichts dafür tun. Nein, diese vier Freunde, die wollen unbedingt, dass Jesus ihrem Freund hilft. Dass sie diesen Glauben, dass dieser Glaube Schritte in ihnen auslöst. Dass sie die Schritte tun, hinauf aufs Dach. Und wir lesen in dieser Geschichte, der Glaube versetzt nicht nur Berge, sondern der Glaube kann auch Dächer zum Verschwinden bringen. Und Jesus heilt diesen Menschen. Und ich finde es ganz interessant, denn in der Geschichte gibt es ja eigentlich drei Personengruppen. Das erste sind die Menschen, die alle Jesus belagern, die alle etwas von Jesus wollen, die sich wahrscheinlich auch die Frage stellen, ja, was kann Jesus mir jetzt geben? Und dabei total den Blick verlieren auf die Menschen, die vielleicht sogar noch mehr Hilfe brauchen. Mich hat diese Geschichte so ein bisschen daran erinnert, an die Kaufhäuser an manchen Tagen, manchen Stellen heutzutage, wo die Menschen einfach die Supermärkte überfallen auf der Suche nach Klopapier. Es ist gar nicht lustig, was da geschieht und manche von uns sind wirklich erschrocken über diese Situation, ich auch. Und was mich in dieser Geschichte erschrocken hat, ist, dass diese Menschen, die alle etwas von Jesus wollen, dass sie dabei völlig übersehen, wer vielleicht auch Hilfe braucht und wer vielleicht zu kurz kommt und wer vielleicht gerade übersehen wird. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind die Pharisäer. Und die Pharisäer, das sind Leute, die sind einfach unzufrieden. Die sind nur am Meckern, nur am Kritisieren. Und verlieren dabei auch völlig aus dem Blick, wo sie vielleicht auch einen Unterschied machen könnten. Wo sie die Situation vielleicht auch ein bisschen besser machen könnten. Nicht nur für sich selber, sondern auch für andere. Und dann gibt es da die dritte Gruppe. Das sind nämlich die vier Freunde, die wirklich eingreifen, die wirklich einen Unterschied machen und die sich einsetzen für die Menschen, die sich nicht selbst hätten helfen können. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, wo befinde ich mich eigentlich in der Geschichte? Bin ich einer in der Menge, die einfach nur so viel haben möchten von Jesus wie möglich, die auch nur aus dem Grund irgendwie stille Zeit machen oder mit Jesus Zeit verbringen, weil ich etwas für mich haben möchte? Ja, bin ich vielleicht einer von den Pharisäern, die im Moment sehr unzufrieden sind? Ja, gut, ich bin unzufrieden darüber, dass ich im Moment nicht ins Fitnessstudio gehen kann, dass Veranstaltungen ausfallen und so weiter. Oder bin ich vielleicht sogar einer von den vier Freunden, die auch den in den Blick nehmen, der vielleicht gerade übersehen wird. Mit mir hat die Geschichte wirklich was gemacht. Ich habe sie gestern schon gelesen und ich hatte gestern auch einen relativ langen Tag. Auch hier als Pastor hat man auch noch was zu tun. Abends habe ich mich dann noch mit meinem Hauskreis getroffen, virtuell. Und davor war irgendwie auch der ganze Tag so belegt mit Aufgaben. Und als der Tag dann eigentlich schon zu Ende war und ich gesagt habe, jetzt sind meine Energiereserven aufgebraucht, jetzt brauche ich eigentlich nur noch Zeit für mich. Da bekam ich dann einen Anruf, spät abends von einer Person, wo ich dachte, warum ruft diese Person jetzt so spät an? Und dann bin ich rangegangen und habe sofort gehört an dieser Stimme, ja, die Person braucht mich jetzt. Diese Person ist jetzt gerade jemand, der übersehen wird und der jetzt dieses Gespräch braucht. Und ich habe mir zum Glück die Zeit genommen, denn als wir dann wieder aufgelegt hatten nach einigen Minuten, da habe ich gemerkt, hey, jetzt habe ich etwas wirklich Sinnvolles gemacht. Jetzt habe ich etwas getan, was wirklich gut war. Ich habe mich besser gefühlt
und diese Person wird sich wahrscheinlich sicher auch besser gefühlt haben. Und das fällt mir auch auf in der Geschichte. Wie werden sich die drei Personengruppen nach der Begebenheit gefühlt haben? Ich glaube, die Pharisäer, die waren weiterhin unzufrieden. Die waren diejenigen, die sich am allerschlechtesten gefühlt haben danach. Ich glaube, die Menge, die ja, haben Jesus gesehen und sind als Schaulustige vielleicht wieder nach Hause gegangen. Aber ich glaube, am besten haben sich die vier Freunde gefühlt. Denn sie haben gemerkt, wir haben etwas getan, was wirklich von Relevanz war. Wir haben etwas getan, was wirklich sinnvoll war. Ich will jetzt nochmal die Frage an dich weitergeben und dir die Frage stellen, hey, schau dir die Geschichte nochmal an und überleg, hey, wer will ich eigentlich sein? Wer von diesen drei Personengruppen will ich eigentlich sein? Und ich lade euch ein, einfach den Blick einfach auf die Leute zu wenden, die vielleicht jetzt gerade auch übersehen werden. Vielleicht nutzt ihr einfach die EFT-Chat-Gruppe dazu und scrollt nochmal durch die Kontaktinsel und guckt, okay, wer von denen könnte vielleicht gerade so jemand sein, der übersehen wird? Um wen könnte ich mich kümmern? Für wen könnte ich einen Hamsterkauf mittätigen? Wen könnte ich anrufen? Für wen kann ich da sein in dieser Zeit? Vielleicht schaust du auch einfach nochmal, wer generell in deinem Bekanntenkreis ist, um den du dich kümmern kannst, für den du da sein kannst, der vielleicht in dieser Zeit übersehen wird. Ich freue mich total, dass wir eine Gemeinde sind, dass wir zueinander stehen, dass wir miteinander durchgehen durch diese Zeit und freue mich auch schon auf die weitere Reise durch das Markus-Evangelium.